Schön erstmal, dass euch meine Videos so gefallen und ihr euch auch mit dem Thema Behinderung ein wenig beschäftigt, weil genau aus dem Grund mache ich diese Videos, um einfach ein wenig aufzuklären, wie es ist, alltäglich mit einer Behinderung zu leben. Und erstmal auch vielen, vielen lieben Dank für eure Reaktionen, Kommentare. Bei mir haben sich auch schon viele gemeldet, die auch körperlich eine Behinderung haben und in ihrem alltäglichen Leben einfach genau oder noch mehr eingeschränkt sind wie ich. Das freut mich natürlich immer, wenn jemand da draußen einfach versteht, wie ich liebe, weil ich höre zwar oft, hey, wir verstehen dich, wir können das voll nachvollziehen, aber es stimmt einfach nicht, weil man einfach gewisse Dinge gelebt oder erlebt haben muss, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Und heute würde ich gerne mit euch über meine Zeit im Kindergarten reden, weil ich in einem Regelkindergarten war, das heißt in einem Kindergarten beziehungsweise in einem Kinderhaus. Die hatten auch einen Hort und da waren größtenteils einfach Menschen, die keine körperlichen Grenzen hatten, so wie ich. Und es kam, also man hat es mich spüren lassen, teilweise, dass ich anders war. Man hat mir meine Grenzen gezeigt und zwar auch auf relativ uncharmante Art und Weise, muss ich jetzt gestehen, was einfach auch psychisch und seelisch klar seine Spuren hinterlassen hat. Weil man zu mir sehr oft sehr aggressiv war, bin ich dadurch leider auch sehr aufbrausend und aggressiv geworden, weil ich einfach den Umgang nicht anders gelernt wahrgenommen habe, aber auch sehr positiv wurde auch damit umgegangen. Mir wurde geholfen. Ich hatte auch stinknormale Freundschaften, auch mit Nichtbehinderten. Allerdings haben viele mich auch als Clown benutzt. Zum Beispiel, sie wussten, dass ich langsam war und wenn haben selten mit mir gespielt und wenn dann einfach Fangen spielen, weil sie wussten, ich verliere eh. Also ich durfte mitspielen, aber man hat die Spiele einfach teilweise zu meinem Nachteil gestaltet, was ich nicht witzig fand. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich einfach genau wusste, okay, ja, entweder du lässt jetzt dieses Leid über dich ergehen oder du wirst noch einsamer, als du eh schon bist, indem du dich zurückziehst. Und dann war halt die Wahl das kleinere Übel. Und ja, es hat schon sehr weh getan, teilweise dieses Gefühl ausgenutzt zu werden. Und ich habe halt das trotzdem gemacht, weil ich einfach nicht allein sein wollte. Und ich wurde auch viel geschlagen, weil es gab natürlich diese typischen Aggro-Kinder, die halt alles und jeden geschlagen haben.
Und weil ich ja die Kraft nicht hatte, mich zu wehren und mir teilweise auch niemand geglaubt hat, wirklich, war ich so das Prügelknabe, ja nicht, ich bin Mädchen, aber so dieses Prügelmadel, das Kassiermädchen einfach, weil ich die Beste war. Ich wurde rumgeschubst und alle haben sich totgelacht, weil ich gerade muss pusten und das Mädel fällt um, voll witzig anscheinend. Und einmal ist mir dann was, ich habe mich eingenässt, ich habe mich eingekurbelt, weil ich nicht rechtzeitig aufs Klo konnte. Das war dann natürlich auch nochmal so ein Lachfaktor. Aber was mir auch passiert ist, das war einmal, da wurde ich gefesselt, geschlagen, bis ich blau und grün war, dann mit Kreppband gefesselt, Mund zu, Augen zu, ich habe kaum Luft bekommen und dann wurde ich eingesperrt. Und das Schlimme war nicht dieses eingesperrt sein, sondern am Ende, weil man mich nicht ernst genommen hat, ich auf Fantasie nicht von Realität entscheiden kann, wurde mir noch nicht mal geglaubt. Das heißt, ich hatte blaue Flecken, ich hatte Schmerzen wie noch mal was. Und trotzdem wurde mir nicht geglaubt, weil ich einfach so durch den Wind war. Ich habe Realität nicht von Traum unterscheiden können. Ich war völlig geschockt. Hab gezittert, ich war eingenässt, ich war eingeschissen, weil ich einfach so viel Zeit eingesperrt und gefesselt. Ich konnte ja nicht mal Hilfe holen. Mein Mund war ja auch gefesselt. Und ja, ich war echt von Natur aus einfach das Opfer, weil ich, ja, wenn du die Kraft nicht hast, dich zu wehren, dann gibst du halt irgendwann auf, weil bringt ja nichts. Du bist entweder zu dumm, dich zu wehren, zu schwach, dich zu wehren, und wenn du es versuchst, glaubt dir keiner, weil du die Realität nicht mehr wirklich, ich konnte halt irgendwann mal die Tatabläufe, was mir angetan wurde, konnte ich nicht mehr richtig wiedergeben, weil so oft so viel passiert ist, dass ich einfach durch den Wind war. Also ich wusste nicht mehr, wer mich wann geschlagen hat, wer mich gefesselt hat, wer mir dies angetan hat, das angetan hat, weil einfach so viel Krasses im Kindergarten passiert ist, dass ich mir gar. Ich habe ja auch alles verdrängt. Ich habe es einfach runtergeschluckt, weil ich nicht wusste, ob man mir das glaubt. Meine Geschichten, die haben sich angehört wie die brutalsten, heftigsten Thriller, dass so was real passiert. Daran denkt keiner und deswegen hat mir auch keiner geglaubt, weil das einfach dieses Fesseln, dieses Knebeln, ich wurde als Kind gezwungen, Geschlechtsorgane von Männern, Jungs anzufassen. Mir wurde als Fünfjähriges und von allen Menschen wurde ich angefasst. Intim angefasst, weil mir hat ja keiner geglaubt. Deswegen dachten die anderen halt, sie könnten mit mir machen, was
Sie wollen, ich war ja praktisch das Buhmädchen. Also was mir passiert ist, war halt so, ja, dann haben Mädchen, wir laden unseren Scheiß an, beim Klauen tut der eh keiner. So. Und ich bin mit Wunden nach Hause gekommen, mit blauen Flecken, verängstigt, zitternd, weinend, weil ich einfach nichts gesagt habe. Und klar, meine Mutter hat mich drauf angesprochen, aber was hätte ich denn sagen sollen? Ja, die und die haben mich geschlagen, die haben mich angefasst und gefesselt. Dann ist Mama natürlich da rein durchgedreht, hat den Erziehern gesagt, was mir passiert ist. Und dann, ja, nö, die haben gesagt, das war nicht so. Die haben gar nichts mit den anderen gemacht. So. Und die anderen Kinder waren natürlich immer 10 gegen 1. Jeder Mensch weiß, was Demokratie ist. Wenn da 10 gesunde Kinder sagen, nö, mit den anderen, mit der haben wir nur gespielt, wir haben da nichts getan. Und die kleine Jana mit ihrem verschrobelten Erinnerung, mit ihrer Angst, mit ihrem Verdrängen. Wer hätte der denn geglaubt? Die war allein, die konnte sich nicht an alles erinnern. Die wollte Aufmerksamkeit. Wer hätte der denn geglaubt? So. Und ja, mein Vater, der hat sich sowieso aus einem rausgehalten und jetzt stand Mama da. Mit einem Kind, was geschlagen wurde, Wunden hatte, auf Flecken, komplett verängstigt war, aber keiner hat dem Kind geglaubt. Das Kind ist halt allein, will Aufmerksamkeit, fällt von der Schaukel und behauptet dann, das wären die anderen gewesen. Und ja, das dann nicht mal meine Mutter wirklich wusste, was sie mir noch glauben soll oder was ernst ist und was nicht, war dann schon echt heftig. Und von da an habe ich dann halt auch aufgehört, mich zu wehren. Und mich irgendwann mal sogar selber als Prügelknabin angeboten, weil, gut, wenn sie es eh irgendwo rauslassen müssen, warum dann nicht an mir? Ich meine, ich wehre mich nicht, ich stecke es halt einfach weg, weil wehren bringt ja nichts. Und wenn ich dann jemandem mal sage, dann kommt mir eh keiner. Und bevor ich ganz allein bin und niemand mit mir was macht, wieso soll ich mich dann nicht einfach fertig machen lassen? Mein allein vergammeln oder mit anderen vergammelt werden ist ja praktisch. Ja, es war heftig. Auf jeden Fall. Im Kindergarten war es sehr heftig. Auch so Ausflüge. War ich halt immer die ganz hinten oder ich war die, die im Buggy geschoben wurde. Also entweder haben sie mich ausgelacht, weil ich geschoben wurde wie ein kleines Kind, oder sie haben mich angepumpt, weil ich halt alle abgebremst habe, weil ich komischerweise keinen Berg hochrennen kann mit einer Bastik, oh, entschuldigt! Und irgendwann durfte ich dann halt auch echt nicht mehr mit, weil ich einfach die anderen ausgebremst habe und dann waren wir nicht pünktlich da, wir waren nicht pünktlich wieder im Kindergarten. Dann haben Eltern sich aufgeregt, weil ich ja alle aufgeregt
ausgebremst haben. Das heißt, wenn die ihre Kinder abholen wollten, waren wir noch nicht da. Und das war dann natürlich meine Schuld. Dann sind die Eltern zu meiner Mutter gerannt, haben meine Mutter gebeten, mich nicht mehr mitzugeben, weil sonst ihre Kinder nicht rechtzeitig zum Halten, Schwimmkurs, Städter kommen. Meine Mutter wiederum musste mir dann irgendwie sagen, dass ich nicht mehr auf diesen Ausflügen willkommen bin. Und klar, du machst dann halt als Mutter auch einiges mit, wenn alle auf dich zurennen, sich über dein Kind beschweren und du sitzt dann da als alleinerziehende Mutter, arbeitende alleinerziehende Mutter. Und musst noch deinem Kind erzählen, dass es nicht da und da einfach nicht erwünscht ist. Und klar machst du dann halt auch als Mutter was mit, was dich sehr belastet. Und es gab dann halt auch Tage, wo ich einfach am Abend zuvor mal wieder komplett verklopft, verprügelt, beleidigt nach Hause kam und geheult habe, weil ich so fertig war von dem Tag. Und dann am nächsten Morgen musste ich wieder dahin und ich wollte nicht. Und dann steht halt meine Mutter da, sie hat das Kind, was ich im Bett verkriecht, muss zur Arbeit, weiß, dass das Kind Angst hat, hat niemanden, der sich um das Kind kümmert, weil der Vater will ja mit dem behinderten Spastiker ja da in den Ärger nicht reingezogen werden. Und ja, dann stehst du da, dein Kind will nicht aus dem Bett, hat Angst. Und was machst du? Rufst du deinen Chef an, sagst, du kannst nicht pünktlich kommen, der wiederum ärgert sich, weil er im Büro auch noch Zeug liegt, was meine Mutter hätte machen können und die ist gut in ihrem Job, wenn die mal einen Tag nicht kommt, dann natürlich fällt es dann auf und ja. Und für sie war das halt mindestens genauso hart wie für mich. Weil da war das Verständnis, da war aber auch der Job, den sie nicht verlieren wollte. Also Kindergarten, wenn ich mir so überlege, meine Schulzeit, die Menschen, meine Familie, wie ich aufgewachsen bin, muss ich sagen, Kindergarten war echt das Heftigste für mich. Wo ich halt echt auch ein heftiges Trauma mitgenommen habe. Wahrscheinlich sind dadurch auch diese ganzen Wutanfälle gekommen, die ich dann später vermehrt hatte, weil ich halt immer die war, die alles geschluckt hat. Und wenn du immer nur schluckst, dann das ist wie ein Luftballon. Du presst Luft rein, er dehnt sich und dehnt sich und dehnt sich. Und irgendwann platzt er halt. Und ich hatte einfach auch so meine Tage, an denen mein Frustrationsballon, ja, wo der Hand einfach geplatzt ist.